Der Intel Core i5 12400F ist wohl aktuell die beste Preis-Leistungs-CPU überhaupt. Ergibt das überhaupt Sinn, diese mit einer deutlich teuren RTX 3070 zu nutzen? Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Und heute stelle ich euch wieder einen wunderbaren PC vor, der in Zusammenarbeit mit meinem Partner Krotos Computer entstanden ist. Wir haben hier jetzt mal alles gegeben, um einen PC auf die Beine zu stellen, der der aktuellen Lage entsprechend einen sehr, sehr günstigen Preis hat, aber trotzdem eine ziemlich potente Grafikkarte mitbringt. Und wie ist sowas zu schaffen? Ganz klar, hier muss natürlich an der CPU gespart werden. Was jetzt im ersten Moment richtig übel klingt, ist aktuell aber problemlos möglich. Und zwar mit dem Intel Core i5-12400F. Das Teil steht einem Ryzen 5 5600X kaum nach, ist aber mit weit unter 200 Euro im Handel deutlich günstiger. Jetzt werden einige Experten zwar aufschreien, dass hier die Mainboards bei Intel aktuell deutlich teurer sind, und ja, im Segment eines Z690 Boards mögen sie sogar recht haben. Aber es gibt auch günstige B660 Boards, die preislich in der gleichen Liga spielen wie bei AMD. Kurzum, wir haben hier einen PC zusammengestellt, aus dem zu diesem Preis wohl jetzt nicht mehr Leistung herauszuholen ist. Das kann ich euch jetzt übrigens schon vorab sagen. Und um das jetzt mal zu untermauern, gibt es später auch noch ein paar Vergleiche mit dem 12900K, der aktuellen Speerspitzen-CPU von Intel. Und bestellen könnt ihr den neuen Das Monty-PC hier bei Krotos Computer über meinen Link in der Videobeschreibung für nur 1475 Euro. Und das ist ein Preis für ein System mit einer RTX 3070 Grafikkarte, der lange gar nicht möglich war. Aber ein Glück sind die Grafikkartenpreise in letzter Zeit so massiv gefallen. Und so bekommt man aktuell volle RTX 3070 Power für unter 1500 Euro. Und das mit einem Fertig-PC, der halt Selbstbauqualitäten hat. Hier kommen nämlich keine OEM-Teile mit teils stark beschnittenem BIOS zum Einsatz, auch keine kryptischen Kühlkonstruktionen, wie man sie ja teils immer wieder mal sieht. Nein, dieser PC ist aus ganz normalen Komponenten zusammengestellt, die man halt ganz normal auch im Handel kaufen kann. Und wem eine Komponente vielleicht einfach mal nicht passt, überhaupt kein Problem. Diese können im Shop dann bei Krotos Computer einfach gegen eine andere ausgetauscht werden. Natürlich wird der PC fix und fertig eingerichtet geliefert. Denkt aber daran, euch das Windows vielleicht noch dazu zu bestellen, falls ihr halt noch keine entsprechende Windows-Lizenz besitzt. Aber jetzt lasst uns nicht lange rumschnacken, gucken wir uns den neuen Das Monty PC doch mal ein bisschen genauer an. Wie gesagt, kommt als CPU der Intel Core i5-12400F zum Einsatz. Eine CPU mit 6 Kernen. Und ja, ich bin ein großer Freund von mindestens 8 Kern-CPUs und das wird sich auch nicht ändern. Und wenn man ein Preis-Leistungsbild will, ja, ist das schlicht und einfach gar nicht drin. Daher kommt die aktuell aus Preis-Leistungssicht wohl beste und stärkste CPU des ganzen Planeten zum Einsatz. 6 Kerne samt Hyper-Threading, also stehen 12 Threads zur Verfügung. Bis zu 4,4 GHz sorgen für ausreichend hohen Takt- und Anwendungsgeschwindigkeit. Und die maximale Turbo-Power von 117 Watt stellen auch Mittelklasse-Kühler jetzt vor keine allzu großen Herausforderungen. Die sind auf jeden Fall stemmbar und das für deutlich unter 200 Euro nur für die CPU. Das ist schon ein Knaller. Dem 5600X von AMD steht der 12400F nahezu gar nicht nach. Rein nominell sollte ja der 12600 von Intel eher der Gegenspieler sein, ist er aber in der Praxis gar nicht. Und ihr werdet gleich noch sehen, dass der 12400F nahezu jedem Spiel gewachsen ist. Dass er beim Anwendungsbereich natürlich jetzt nicht mit CPUs mit mehr Kernen mithalten kann, das liegt glaube ich auf dem Sockel. Ja klar, kann man mit dem 12400F auch mal ein Premiere Pro Projekt rendern, dazu sollte die Kaffeemaschine aber natürlich gut gefüllt sein. Mit 6 Kernen zieht sich das halt ein wenig. Aber das ist bei AMD natürlich auch nicht anders, hier hilft dann einfach nur ein mehr an Kernen. Aber der PC ist ja schließlich auch zum Zocken da und da ist diese CPU auf jeden Fall perfekt. Beim CPU-Kühler biete ich euch nun genau zwei Optionen. Um den Preis auch sehr günstig zu halten, bieten wir den PC in der Grundausstattung mit dem Intel Box-Kühler an. Fakt ist, der neue Box-Kühler ist spürbar besser als die alte Generation. Er reicht für den 12400F in Spielen auf jeden Fall locker aus. In Anwendungen, die die CPU aber extrem ausreizen, wird es dann doch schon mal ziemlich warm. So eine Situation wie Prime 95 ist natürlich Gift für diesen Box-Kühler. Noch dazu ist er auch relativ laut. Wer also ein wenig geräuschempfindlich ist, greift besser zur von mir ebenfalls getesteten Alternative, nämlich dem Be Quiet Pure Rock 2. Der sorgt auf jeden Fall für Ruhe im Karton und die Temperaturen sind um Welten besser.
Ach, wisst ihr was? Schmeißen wir den lauten Boxkühler einfach direkt raus und packen ohne Aufpreis den Pure Rock mit rein. Mann, ich bin eigentlich richtig gut. Ich sollte vielleicht mal Marktschreier werden. Und das alles thront auf einem preiswerten, aber sehr günstigen Mainboard, nämlich dem Gigabyte B660M DS3H DDR4. Es kommt zwar in etwas schmalerem Micro-ATX-Format daher, bietet aber trotzdem mehr als genug für den Gamer. Natürlich PC Express 4.0 Support, 2,5 Gigabit LAN-Anschluss, Massen an USB-Ports, 4 Lüfteranschlüsse, LED-Header, AEC, 897 Sound. Ja okay, sicherlich nicht der aktuellste Soundchip, aber mehr als ausreichend. Und da die CPU kein Stromfresser wie ein 12900K ist, reicht auch eine nicht so brachiale Spannungsversorgung mit 6+2 Phasen locker aus. Und selten bei so günstigen Boards, selbst ein Q-Flash Plus ist mit an Bord. So kann ein BIOS-Update ohne installierte CPU-Speicher und Grafikkarte durchgeführt werden. Natürlich ist das kein High-End-Board, aber für einen Preis-Leistungs-PC eine ziemlich gute Wahl. Ohne Arbeitsspeicher kommen wir natürlich jetzt nicht allzu weit, daher ist natürlich auch dieser verbaut. 16 GB DDR4 3600 MHz, CL17 sind optimal für diesen PC. Mehr ist natürlich immer besser, aber wer unbedingt 32 GB will, kann diese im Konfigurator natürlich einfach mit reinnehmen. Aktuell reichen 16 GB aber noch locker aus zum Zocken. Die Frage ist aber trotzdem natürlich, wie lange noch? Daher entweder gleich 32 GB mit reinpacken oder schon ein bisschen Geld für spätere Aufrüsten zur Seite legen. Fakt ist aber, aktuell sind 16 GB noch aus. Ein so modernes System wollen wir jetzt natürlich nicht mit einer langsamen und lauten HDD verunglimpfen. Hier kommt natürlich feinste SSD-Technik zum Einsatz. Aus Preis-Leistungssicht sind PCI Express 3.0 SSDs weiterhin die Technik der Wahl. In Benchmarks zwar spürbar langsamer als die doppelt so teuren PCI Express 4.0 SSDs, in der Praxis ist davon aber nahezu nichts zu merken. Eine Crucial P2 mit 1 TB Speicher ist daher die SSD der Wahl. Und wenn die 1 TB nicht mehr ausreichen, kann natürlich auch hier noch nachgerüstet werden. Denn ja, ich gebe es zu, 1 TB sind natürlich schnell voll. Das Herz des PCs ist natürlich die Grafikkarte hier und diese bestimmt zum großen Teil natürlich die Gaming-Leistung. Die Nvidia GeForce RTX 3070 ist aktuell ja wohl mit der beste Kompromiss aus noch bezahlbar und trotzdem enormer Spieleleistung, die selbst in UAD teils noch eingesetzt werden kann. Allgemein empfiehlt sich aber auf jeden Fall der Einsatz im WQAD-Bereich. Und dass diese Grafikkarte taugt, das sollte schon zeigen, dass ich diese auch in meinem Haupt-PC da hinten auch nutze. Die einzige Kritik an dieser Karte sind die etwas schmalen 8 GB Videos. Speicher. Das hatte Nvidia von Anfang an natürlich jetzt leider nicht richtig kalkuliert. Für mehr RAM muss man aber deutlich tiefer in die Tasche greifen. Und man muss auch fair sein, die 8 GB reichen aktuell natürlich noch aus. Zu viel ist es aber sicherlich nicht. Als Stromspender haben wir dem PC ein Be Quiet Pure Power 11 mit 600 Watt gegönnt. Und das Netzteil ist tatsächlich jetzt ein kleiner Diskussionspunkt. Denn, wenn man ehrlich ist, reicht ein 500 Watt Netzteil vollkommen aus für diesen PC. Ich habe aber zu einem 600 Watt Netzteil geraten, weil ich meine Community doch ganz genau kenne. Denn das Netzteil wäre der erste Pin des Anstoßes gewesen. Daher gibt es jetzt dann auch 600 Watt. Realistisch betrachtet aber sowieso kein Fehler, denn der Aufpreis hält sich natürlich stark in Grenzen. Leise und effizient ist es noch dazu der perfekte Begleiter für diesen PC. Bei Gehäusen gibt es fast so viele Meinungen wie User. Der eine mag dieses, der andere halt das Gehäuse, aber das hier genutzte Shakun S25V sollte die meisten Geschmäcker eigentlich zufriedenstellen. Es ist halt sehr dezent und zwar so dezent, dass nicht mal ein Glasfenster verbaut ist. Ja, ist eh unnütz. Unnötiges RGB-Bling-Bling gibt es in diesem PC nämlich nicht. Und wer ein Fenster will, kann sich aber natürlich auch ein entsprechend anderes Gehäuse aussuchen. Die Größe gefällt auf jeden Fall, es gibt einen guten Airflow und entsprechende Staubfilter. Selbst ein Blu-ray-Laufwerk kann hier noch verbaut werden, denn entsprechende Einschubschächte sind hier zwei vorhanden. Zwei USB-Anschlüsse und eine Audiosektion auf der Front sind zu finden, sowie natürlich ein Power-Button. Mehr braucht man ja auch gar nicht. Und für wenig Geld bekommt man hier auf jeden Fall ein ziemlich starkes Gehäuse geliefert. Wie schlägt sich der neue das Multi-PC denn nun eigentlich in der Praxis? Natürlich ziemlich gut, denn wer denkt, dass die günstige CPU groß bremst, der irrt gewaltig. Wie immer ist die Grafikkarte natürlich der limitierende Faktor. Ja, und das soll so auch sein. Der neue Grafikkracher Guardians of the Galaxy schlägt sich in WQAD-Auflösung mit hohen Details und selbst mit eingeschaltetem Raytracing verdammt gut. Durchgehend deutlich über 60 FPS sind hier angesagt. In einigen wenigen Szenen fallen die FPS zwar auch mal unter 60, das ist aber kein Beinbruch, bei den im Schnitt trotzdem sehr hohen Bildraten.
Doom Eternal ist aktuell mit das einzige Spiel, bei dem mit nur 8 GB Videospeicher Kompromisse eingegangen werden müssen, wenn man halt mit Raytracing zocken will. Das tut dem Spaß aber gar keinen Abbruch. Denn die Unterschiede von Ultra zu Ultra-Albtraum sind nur mit der Lupe zu sehen. Und da schalte ich lieber Raytracing dazu und nutze DLSS in der höchsten Qualitätsstufe. Auch dann gibt es wieder deutlich über 60 FPS. Meist bewegt sich der Counter sogar bei um die 80 FPS und das ist mal sehr gut. Cyberpunk 2077 ist natürlich eine besondere Herausforderung für jeden PC. Das Spiel knackt sogar in der RTX 3090 mit Raytracing auf Ultra. Mit moderaten Raytracing-Anstellungen und hohen Details bekommt man aber auch in der RTX 3070 zu sehr flüssigen Bildraten überredet. Cyberpunk 2077 ist aber auch ein extremes Beispiel und hat auf jeden Fall noch einiges an Optimierungspotenzial, aber es läuft recht flüssig. Auch wenn die 60 FPS jetzt nicht erreicht werden in diesen Einstellungen, ist bei diesem Spiel aber auch überhaupt nicht nötig. Für 60 FPS muss man dann auf Raytracing mit einer RTX 3070 vielleicht dann doch verzichten. Auch das aktuell wohl gehypteste Spiel überhaupt hat wenig Probleme mit diesem PC, nämlich Elden Ring. WQHD mit maximalen Details kein Problem für diesen PC. Da das Spiel auf 60 FPS limitiert ist, ist sowieso nicht mehr drin und wie ihr seht, werden die 60 FPS auch dauerhaft gehalten. Flüssiger kann man Elden Ring aktuell kaum spielen. Und ich sage euch, es lohnt sich, auch wenn man in dem Spiel wirklich 1000 Tode stirbt, wenn man damit überhaupt mal auskommt. Selbstverständlich durfte auch der 3D Mark Times bald zeigen, was in ihm steckt. 12.408 Gesamtpunkte und 13.133 Punkte im Graphics Score zeigen, was dieser PC so kann. Und damit ihr auch glaubt, dass der 12.411 nahezu nicht bremst, hier mal der Vergleich mit dem 12.900K. Natürlich ist der CPU-Score deutlich höher, aber der Graphics Score wird davon kaum beeinflusst. 13.133 Punkte mit dem 12.411 zu 13.413 Punkten mit dem 12.900K. Ja, es gibt kleine Vorteile beim 12.900K, das ist ein Aufpreis, aber kaum wert. Besonders in hohen Auflösungen hat die CPU nämlich nur noch einen geringen Stellenwert. Beim Firestrike Extreme das gleiche. Das System kommt mit 15.613 Punkten daher, 16.542 Punkte im Graphics Score. Das 12.900K System liegt hier quasi gleich auf mit 16.577 Punkten. Nahezu keine Vorteile für die aktuell schnellste Gaming CPU der Welt. Auch temperaturmäßig gibt es kaum Probleme. Bedenkt aber, dass die gezeigten CPU-Temperaturen mit dem Boxkühler generiert wurden. Mit dem PureRock 2 von BeQuiet könnt ihr hier noch viele Grad Celsius abziehen. Aber ihr seht es, selbst mit dem Boxkühler bleibt der 12.400F immer angenehm kühl beim Zocken. Jemand muss etwas wissen. Ihr seht also, ihr bekommt mit diesem System hier die volle RTX 3070 Power ohne Kompromisse geboten. Teure CPUs bringen auch im Gaming kaum Vorteile. Na klar gibt es einige Spiele, wie zum Beispiel die Anno-Reihe, die von vielen Kernen sehr profitieren. Die Mehrzahl kommt mit einer 6-Kern-CPU aber wunderbar klar. Und wie sieht es in Sachen Lautstärke beim Das Monty PC aus? Gut, muss ich sagen. Der PureRock 2 hat das Lautstärkeverhalten massiv verändert und so für einen sehr ruhigen PC gesorgt. Wer Silent-Lautstärke erwartet, sollte aber dann doch besser die Gehäuselüfter noch austauschen. Denn natürlich hört man den PC immer, aber er säuselt halt so leise vor sich hin und das reicht den meisten natürlich auch aus. Und ich kann es nicht oft genug erwähnen, wer meint, an diesem PC noch irgendwas verändern zu müssen, der hat im Shop natürlich alle Möglichkeiten, dies anzupassen. Anderes Gehäuse, stärkere Grafikkarte oder mehr Speicher, hier ist alles noch möglich. Aber ich finde, dass wir hier einen ziemlich starken Preis-Leistungs-PC gefunden haben. Natürlich ist der Selbstbau hier und da vielleicht doch noch ein bisschen günstiger, das will ich gar nicht verschweigen. Aber für alle, die sich das nicht zutrauen, ist so ein Fertig-PC einfach perfekt. Also, am besten jetzt zuschlagen, den Link findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich zocke jetzt einfach noch eine Runde Elden Ring auf diesem tollen PC und sterbe höchstwahrscheinlich wieder 1000 Tode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.